Die Aufzeichnung sollte jetzt laufen. Sehr gut. Okay. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Webinars Automatisiert Traden mit Ghost. Und natürlich machen wir im zweiten Teil weiter mit Timo Kosiol. Ich freue mich, dass er heute Abend hier mit uns die Veranstaltung zusammen macht. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Lab. Und bedanke mich schon mal, dass Sie hier live dabei sind. Die Aufzeichnung übrigens vom ersten Teil ist heute online gegangen. Ich glaube, bei Timo sogar schon ein paar Tage früher. Aber da werde ich auch gleich in den Chat reinstellen. Gut, dann hier einmal wie immer der Risikohinweis. Dieses Webinar diente nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Daran hat sich nichts geändert. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen, unabhängig davon, was uns heute Timo zeigt. Denn am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig und das wird sich nie ändern. Okay, Timo, dann wäre ich soweit, den Bildschirm zu übergeben. Ich hoffe, du bist soweit. Ja, I'm ready. Sehr gut, dann wünsche ich viel Erfolg und viel Spaß. So, moin, moin. Sieht man mich, hört man mich? Diesmal Yes, mit sir. Webcam live on air. Alles gut. Okay, super. Ja, erstmal herzlichen guten Abend auch von mir und ein großes Lob an dich, Nelson. Du hast meinen Nachnamen heute mal richtig ausgesprochen. Ich habe es mir gemerkt tatsächlich, als du letztes Mal das ausgesprochen hast und habe es versucht, heute richtig zu machen. Ja, super, super. So, genau. Mein Name ist Timo Kosiol und ich verzichte heute mal auf die lange Vorstellung, denn alles, was man über mich wissen muss, findet man auf meiner Seite daytradertools.de. Und außerdem bin ich auf diversen Social-Media-Kanälen unterwegs. Dort kriegt ihr auch mal so mit, was ich so mache und stelle meine Sachen so ein bisschen vor. Und wenn ihr wissen wollt, was das für Social-Media-Kanäle sind und wo und wie und was, dann schaut am besten unter social.daytradertools.de vorbei. So, ich habe mir heute die Aufzeichnung mal so kurz angeschaut oder habe da mal kurz reingeschaut und da ist mir aufgefallen, dass ich relativ fix unterwegs war. Zumindest ist mir das so vorgekommen. Gerade was so irgendwie Klicks angeht und so. Also wenn euch das ein bisschen zu schnell geht oder wenn ich da zu schnell bin, besser gesagt, dann hebt am besten kurz die Hand oder schreibt in den Chat, dann weiß ich, dass ich da gerade zu viel Gas gebe. Gut, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Und zwar wechsle ich mal den Bildschirm. So, genau. Automatisiert Traden mit Ghost Teil 2 ist heute. Wir hatten ja letzte Woche Teil 1 und davor schon das strategische Traden mit dem Stereo-Trader-Webinar. Und heute werde ich ein bisschen mehr noch wie letztes Mal über Ghost und wie man mit Ghost automatisiert Traden erzählen. Und das ist, was euch heute erwartet. Also ich möchte euch so ein bisschen die intelligente Stop-Führung mit dem Ghost iStop vorstellen. Außerdem brandneu, brandheiß sozusagen, ganz neu, wie man mit Ghost die Triggerlinien des Traders Club Live-Add-ons automatisch traden kann. Und am Ende möchte ich euch noch gerne eine Strategie von mir vorstellen, eine Ghost-Strategie. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch, bis ganz zum Schluss dran zu bleiben, weil ganz zum Schluss werde ich noch mal etwas über die Lizenzen erzählen und auch noch, ja, es gibt auch noch ein kleines Präsent sozusagen. Gut, legen wir los mit dem iStop. Und zwar, was ist der iStop eigentlich? Der iStop ist im Grunde ein Trailing Stop. Das heißt, er ist ein Trailing Stop, der so im Stereo Trader von Haus aus nicht enthalten ist. Und es ist ein iStop, der sich anhand markttechnischer Gegebenheiten orientiert. Also, wo ist mein Stift? Hier ist mein Stift. So, wenn ich den iStop einschalte, das kann ich hier unten in dem Panel machen, wo IST steht, dann seht ihr, dass hier so eine Linie in den Markt gelegt wird. Diese Linie bedeutet jetzt Folgendes: Das ist jetzt sozusagen mein Stop-Loss.
Sollte der Kurs jetzt hier oben auf diese Linie laufen, das heißt ich in den Verlust laufen, dann wird meine Position geschlossen, so wie bei einem normalen Stop-Loss auch. Wie gesagt, das ist ein Trailing-Stop und dieser Trailing-Stop analysiert den Markt und zwar genauer gesagt den Trend des Marktes. Das heißt, wir haben jetzt hier so eine Abwärtsbewegung und entsprechend wird der Stop vom iStop jetzt hier sinnvoll anhand trendtechnischer Gegebenheiten gesetzt. So, beim iStop kann ich festlegen, okay, möchte ich eine hohe Sensibilität oder eine niedrige Sensibilität. Ich habe jetzt in dem Beispiel hier eingestellt, dass ich gerne eine hohe Sensibilität haben möchte. Das bedeutet, dass der iStop näher am Markt ist, näher am Kurs ist und falls ich quasi ausgestoppt werde, ich halt einen geringeren Verlust erleide. Die Gefahr ist jedoch, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte nah am Markt immer operieren, die Gefahr ist dann natürlich, dass man zu früh ausgestoppt wird, zu schnell aus dem Markt geholt wird. Deshalb gibt es die Möglichkeit, den iStop auch mit einer hohen Sensibilität zu versehen. Das habe ich jetzt hier gemacht. Das bedeutet, dass der Stop dann entsprechend weiter vom Markt entfernt ist. Immer noch anhand markttechnischer Gegebenheiten, aber er ist weiter vom Markt entfernt. Dadurch hat man natürlich im ersten Moment einen größeren Verlust, aber auch wenn der Kurs jetzt hier quasi nach oben gehen sollte und hier ein bisschen rumstochern sollte, dass man nicht direkt aus dem Markt geholt wird, falls der Kurs dann entsprechend doch wieder hier runterläuft. Also hohe Sensibilität heißt näher am Markt operieren, näher am Preis operieren und entsprechend niedrige Sensibilität heißt, wir haben mehr Luft, der Stopp ist weiter vom Markt entfernt. So, ich habe hier mal einen Vergleichs-Straight gemacht und zwar habe ich hier den iStop mit dem Priax und mit dem PLH Close Stop, Trailing Stop verglichen. Hier ganz links im Chart bei der 1 haben wir den iStop oder habe ich den iStop. Sieht man auch hier unten. Hier unten ist er schon gesetzt. Im Chart 2 habe ich den Priax Trail gewählt. Ich bin jetzt hier im 5-Minuten-Chart unterwegs. Und im dritten Chart habe ich entsprechend mein PLH Close Trail gewählt. So. Einstieg war hier unten am Band, das heißt, ich habe das Bandtrading ja letzte Woche erklärt und mein Einstieg war entsprechend des Bandtradings, der Bandtrading-Strategie hier unten am Band platziert und deshalb bin ich jetzt dreimal in den Markt reingekommen. So, wichtig, die Uhrzeit kann man wahrscheinlich ein bisschen schwer jetzt lesen, aber hier ist es jetzt 10.45 Uhr. Die Uhr mal ein bisschen im Blick behalten. 10.45 Uhr. Der Trade ist angelaufen. Ich bin jetzt hier im Plus gelaufen. Der Kurs ist nach oben gewandert. Und wie man hier sehen kann, ist entsprechend mein iStop schon gewandert. Der lag ganz am Anfang hier unten irgendwo. Das heißt, ich bin weiter aus dem Risiko raus. Das heißt, selbst wenn der Kurs jetzt hier komplett drehen sollte und hier runterlaufen sollte, ist mein Verlust nicht mehr ganz so groß, weil ich quasi hier aus dem Markt geholt werde. So, Chart 2 ist unverändert und Chart 3 sieht man, dass hier schon der PLH Peak gegriffen hat und entsprechend ist mein Stop, der erst hier unten lag, hier nach oben gewandert und mit diesem Trade kann ich schon quasi nichts mehr verlieren, bin aus dem Risiko raus. So, es ist jetzt 10 Uhr, immer noch 10.45 Uhr, kurze Zeit später. Chart 1 ist unverändert. Chart 2 mit dem Priax. Dort sind wir bereits aus dem Trade genommen worden. Das heißt, der Trailing Stop hat gegriffen, ungefähr hier. Und Chart 3 ist noch weiterhin unverändert. So, weiter geht's. 11.06 Uhr, wie man jetzt hier sieht im Chart 3. Chart 3, der PLH Peak, also der Kurs ist jetzt quasi weiter hier hochgewandert.
ist dann wieder hier runtergelaufen und entsprechend hat hier PLH Peak gegriffen, beziehungsweise mein Stop-Loss wurde gegriffen oder wird gegriffen und entsprechend ein paar Sekunden später bin ich auch hier aus dem Trade rausgeholt worden. Der iStop liegt unverändert hier unten an dieser Position. So, wie man jetzt hier sieht, hier bin ich aus der Position raus. Hier liegt mein iStop noch unverändert auf demselben Level. So, 11.34 Uhr, nein, 24 ist es. Wie man sieht, der Kurs ist weiter nach hier oben gelaufen und mein iStop hat sich weiter nach oben verschoben. Das heißt, auch hier ist es jetzt nicht mehr möglich, dass ich mit dem Trade noch irgendwie im Verlust lande. Das heißt, selbst wenn der Kurs jetzt hier runterlaufen sollte, wieder entsprechend auf mein Level hier, auf dieses Level, würde der Stop, quasi der Stop-Loss gelöst, ausgelöst werden und ich würde aus dem Trade genommen werden, aber auch im Gewinn. So, 12.12 Uhr. Kurs ist noch weiter nach oben gelaufen. iStop liegt jetzt mittlerweile hier. Das heißt, wir sind jetzt schon weiter im Gewinn sozusagen. Und im Prinzip ist jetzt schon klar, dass mit diesem Versuchsaufbau, mit diesen Trades, der iStop mich am besten aus dem Markt holen wird. So, 13.16 Uhr. Wir sind immer noch im Markt. iStop liegt mittlerweile hier. Auch wenn die ganze Sache jetzt ein bisschen brenzlig wird, weil entsprechend der Kurs jetzt gerade hier runterläuft, wir sind sehr nah am Markt drin oder am Markt dran und die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs jetzt hier runterfällt und wir quasi ausgestoppt werden, ist relativ groß. 13.42, wie man sieht, der Markt hat ungefähr hier so einen Punkt vom iStop gebremst und ist dann wieder nach oben gezogen. Was auf jeden Fall ein Zeichen dafür ist, dass der Stop da schon relativ gut und auch relativ sinnvoll lag. So, mittlerweile 15.34 Uhr. Das heißt, wir sind bei der US-Markteröffnung. Der iStop ist noch weiter nach oben gewandert. Und letztendlich war es aber mehr oder weniger absehbar, dass quasi zu US-Eröffnung, dass ich dann aus dem Trade geholt werde und tatsächlich ein paar Sekunden später war ich dann auch aus dem Trade raus, beziehungsweise der iStop hat den Stop ausgelöst. So, nochmal eine kleine Zusammenfassung von meinem Versuchsaufbau. Also, ich bin hier unten reingegangen, das war die 12.417. Mein iStop hat mich hier oben aus dem Trade geholt bei der 589. Das heißt, ich habe mit dem iStop 171 Punkte mitgenommen, konnte quasi 171 Punkte Gewinn einfahren. So, im Chart 2 mit meinem Preax Trail bin ich an der 442 rausgeworfen worden, das heißt 23 Punkte und mit meinem PLH Close entsprechend an der 447, was ungefähr 30 Punkte sind. So, was kann man jetzt daraus ablesen? Also man kann erstmal ablesen, dass wenn ein Markt schöne Bewegungen macht, schöne Trends macht und schön läuft, dass man mit dem iStop auf jeden Fall schöne Bewegungen mitnehmen kann, ohne zu früh aus dem Markt genommen zu werden. Und das zeigt sich auch anhand des Beispiels, oder es zeigt sich die Stärke der Markttechnik auch. Und der iStop basiert auf Markttechnik. Also aufgrund der Markttechnik, die hier funktioniert hat, wo der iStop drauf reagiert, konnte quasi die ganze Bewegung hier nach oben schön mitgenommen werden. Und wir haben, oder ich habe quasi 171 Punkte durch den iStop mitnehmen können. So, so viel erstmal zum iStop. Es sei natürlich auch gesagt, dass der iStop jetzt nicht der heilige Gral ist. Also es wird auf jeden Fall auch Situationen geben, wo andere Stops mehr Sinn machen, wo andere Stops besser sind.
Das ist gar nicht die Frage, aber gerade wenn ein Markt schöne Trends ausbildet, wenn ein Markt sich bewegt, tendiert, Bewegungen macht, dann kann der iStop auf jeden Fall, oder mit dem iStop kann man die Welle mitschwimmen und mitreiten und das zu einem recht langen oder mit einem langen, ganz langen Weg nach oben oder unten entsprechend. Gut, ich schaue mal in die Fragen. So, jemand schreibt, dass es des Öfteren kurze Aussetzer in der Übertragung gibt. Kannst du das bestätigen, Nelson? Nee, ich hatte auch geantwortet. Also bis jetzt, zumindest hier bei mir ist alles gut angekommen. Ah ja, okay. So, okay, super. Ist der iStop nur im Trendhandel sinnvoll? Also, jein. Also er macht natürlich im Trend am meisten Sinn. Also wenn man jetzt eine Bewegung hat, die permanent nur so läuft, ne, dann wird es natürlich schwierig. Oder wenn der Markt, ich mache das nochmal weg, so, wenn der Markt jetzt entsprechend so läuft, also immer höhere Hochs und höhere Tiefs ausbildet, das ist natürlich für den iStop und für die Markttechnik generell schwierig. Aber man muss ja auch sehen, dass solche Bewegungen begrenzt sind. Das heißt, höhere Höhe, Hochs und tiefere Tiefs kann ja nicht unendlich weitergeführt werden. Also es geht ja rein rechnerisch und rein mathematisch auch nicht. Das heißt, Trendhandel ist auf jeden Fall der bessere Stop, definitiv. Im Seitwärts- und Range-Handel, wie gesagt, machen gegebenenfalls andere Stops mehr Sinn. Okay. Gut. So viel dann zum iStop. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einen Einblick verschaffen, wie der iStop funktioniert. Das ist auch so ein System, da muss man sich auch ein bisschen rantasten, ein bisschen ranprobieren und auch mal ein paar Sachen ausprobieren, damit man so ein bisschen das Gefühl auch dafür bekommt. Gut. Triggerlinien des TC Live Add-ons ist jetzt das nächste Thema. Gut, dafür wechsle ich mal rüber in den Chat. Am besten, das kann man dort dann am besten erklären. Der Dirk ist ja gar nicht da, der hat sich doch so gefreut. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe ihn extra angeschrieben noch, aber nix. Er weiß, was der wieder macht. Ja, wäre nämlich ganz interessant gewesen, wenn er dabei gewesen wäre, was ich glaube, er kennt das Ganze auch noch gar nicht. Gut. Gut, Ja, muss Live-Chart. er. So, das Live-Chart, ein Add-on vom Dirk Hilger, also vom Entwickler des Stereo Traders. Und ganz kurz, wenn man das noch nicht hat, Installationsmanager aufrufen und dann gibt es unter Release-Versionen entsprechend hier ein Eintrag Traders Club Live kann man sich installieren und entsprechend Ghost braucht man auch, das heißt hier MT Tools Collections installieren und dann hat man sozusagen beides auf dem Rechner. So, wenn ich jetzt mir das TC Live auf den Chart ziehe und entsprechend hier die Linien einschalte, dann habe ich erstmal jede Menge Linien und auch, wie man sieht, ganz schön viele Linien mittlerweile. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich die Linie mit Ghost handeln? Und zwar, hierzu rufe ich als erstes die Einstellung von Ghost auf und gehe in den Reiter TC Levels. So, und wenn ich jetzt hier auf Setze TC Levels Linien gehe, auf Set, werden mir erstmal solche Ghost TC Levels in den Markt gelegt. So, ich schalte die Linien vom Dirk hier mal kurz weg. Und dann sieht man, dass jetzt jede Menge Linien vom Ghost in den Markt gelegt wurden. So.
Diese Linien kann man auch doppelklicken, anklicken und entsprechend kann man auch löschen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt nicht alle Linien handeln, sondern nur bestimmte Linien, dann kann man einfach die Linien, die man nicht haben möchte, doppelklicken, markieren und dann entsprechend aus dem Chart löschen. So, gehen wir wieder in die Einstellung zurück. Wie man jetzt sieht, entsprechen die Linien von diese Ghost TC-Level-Linien auch den Linien von dem TC Live Add-on vom Dirk, was die Farbe angeht. Also ich lösche die nochmal raus und schalte die hier nochmal ein. Und wie man sieht, haben die Linien ja verschiedene Farben, also rot, grün, blau und so weiter. Und diese Linien nutzt auch Ghost, um entsprechend in diese Richtung zu handeln. Also wenn ich die Linie jetzt nochmal neu setzen lasse, schalten wir die nochmal dazu. So, wenn ich die jetzt setzen lasse, diese Skalierung im MT5, ein Graus. So, wie man jetzt hier sieht, schalte die nochmal wieder weg, sind jetzt so einige Linien jetzt hier rot geworden, einige sind blau und entsprechend, wenn man noch weiter unterguckt, weiter runter guckt, hier unten gibt es noch so eine grüne Linie und die werden für die Richtung sozusagen genutzt. Das heißt, trifft jetzt der Kurs auf eine blaue Linie, ich halte das mal kurz an, das Bild. Ach so, da muss ich noch mein Tool dazu laden. So, und zwar, wie gesagt, hier haben wir rote Linien, blaue Linien und trifft der Kurs jetzt auf eine Linie, zum Beispiel hier auf die blaue, dann wird Folgendes gemacht, es wird eine Order in Short-Richtung eröffnet und zwar eine strategische Order in Short-Richtung. Okay, also der Kurs trifft von unten auf diese Linie, das bedeutet, in dem Moment wird eine strategische Order in Short-Richtung aufgemacht. Würde der Kurs jetzt hier zum Beispiel hier runterlaufen und sagen wir mal auf diese Linie treffen, dann entsprechend würde eine strategische Order in Long-Richtung aufgemacht, sofern es eine blaue Linie wie hier ist. Es ist jetzt eine rote Linie, wie jetzt zum Beispiel hier oben, und der Kurs würde jetzt hier auf eine rote Linie treffen, dann würde an dieser Stelle eine Order in Short-Richtung aufgemacht, ebenfalls, klar, ist ja rot. Aber wenn der Kurs jetzt quasi hier drüber stehen würde und würde jetzt hier von oben auf die rote Linie treffen, dann würde auch entsprechend trotzdem eine Order in Short-Richtung eröffnet. Okay. So. Umgekehrt, ich suche mal eine grüne Linie. So, würden wir jetzt quasi hier runterlaufen, würden auf die grüne Linie treffen hier, entsprechend würde ebenfalls eine Order in Long-Richtung eröffnet, aber selbst auch, wenn der Kurs jetzt hier unten stehen würde, hier, und würde hier hochlaufen und auf die grüne Linie treffen, dann würde hier auch eine Long-Order aufgemacht, eine strategische Order in Long-Richtung. Okay, ist das erstmal soweit klar? Gut. So, machen wir die Linie nochmal weg und schalten die Linien vom TC Live wieder ein. So, ich kann jetzt auch sagen, okay, die ganzen blauen Linien, die interessieren mich nicht, sondern ich möchte eigentlich nur an den roten Linien und an den grünen Linien handeln. Und zwar an den roten sozusagen Short und an den grünen Linien Long. Das kann ich machen, indem ich jetzt die Steuerungstaste gedrückt halte und entsprechend hier auf Set klicke. Schieben wir es mal ein bisschen zusammen. Na nun.
Mein Rechner ist irgendwie mit den ganzen Sachen ein wenig überlastet. So. Wie man jetzt hier sieht, ne, ich habe jetzt die Steuerungstaste gedrückt gehalten und entsprechend Set gedrückt. Jetzt werden mir nur Levels an den roten und an den grünen Levels gelegt. Das bedeutet, hier handle ich jetzt immer Short entsprechend und wenn der Kurs auf einer dieser Linien trifft, dann handle ich in Long-Richtung. So, löschen wir das mal wieder. Ich kann auch sagen, ich möchte die Linienfarbe komplett ignorieren. Ne? Also mir ist es jetzt im Prinzip egal, ob jetzt die Farben blau, rot oder grün sind. Dann kann ich das auch sagen, indem ich sage, okay, Linienfarben bitte ignorieren. Und zwar dazu klicke ich quasi diese Schaltfläche an und jetzt sage ich quasi Set. Entsprechend werden mir dann Linien in den Markt gelegt. So, ich schiebe das mal wieder ein bisschen auseinander, die jetzt Folgendes bedeuten, und zwar alle Linien, die quasi oberhalb des Kurses liegen. Das heißt, ne, wenn der Kurs jetzt hier hochläuft, dann werden diese kompletten Linien in Short-Richtung gehandelt und die Linien, die quasi darunter liegen, die werden in Long-Richtung gehandelt. So. Machen wir das wieder weg und löschen die nochmal raus und sagen nochmal die ganz normalen Linien setzen. So. Gehen wir jetzt mal vom folgenden Fall aus. Ich bin jetzt in einer Position drin und meinetwegen, ich bin jetzt, ne, Ghost hat mich jetzt quasi hier oben in die Position reingeholt. Und was passiert jetzt, wenn der Kurs jetzt hier runterläuft und entsprechend auf diese Linien trifft, die jetzt hier unterhalb des Kurses liegen, also auf diese Triggerlinien, die unterhalb des Kurses liegen? Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hat die Möglichkeit zu sagen, es soll gar nichts passieren, das heißt, der Kurs läuft hier weiter runter und mein Trade läuft weiter. Ich habe aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte den Trade gerne drehen, sobald er auf eine andere Linie trifft. Das heißt, ich kann hier einschalten in den Einstellungen, Trade an Linien umkehren, nie. Das heißt, der Trade läuft immer weiter, so lange weiter, bis ich entweder einen Take-Profit laufe oder mein Stop-Loss erreicht ist oder ich ihn manuell schließe. Ich kann aber auch sagen, der Trade soll umgekehrt werden, immer, an jeder Linie. Also, ne, wenn jetzt der Kurs auf diese blaue Linie jetzt hier trifft, also diese Linie hier, entsprechend, dann möchte ich gerne, dass mein Short geschlossen wird und eine Long-Position eröffnet wird. So. Und ich habe die Möglichkeit zu sagen, okay, R plus G, das heißt Rot und Grün. Ich möchte den Trade quasi nur an roten oder nur an grünen Linien umkehren. Das heißt, mit dieser Einstellung würde das bedeuten, dass der Kurs quasi bis hier runterläuft und erst, nee, hier ist, machen wir das nochmal weg, das war nix. Und zwar der Kurs quasi hier runterläuft und hier ist eine grüne Linie. Hier an der Stelle würde entsprechend der Trade gedreht werden und hier würde ich in Long-Richtung oder den Trade in Long-Richtung wechseln. So, schieben wir das Ganze mal auseinander. Und gucken uns mal zum Beispiel diese Kerze an. Da kann man das am besten erklären. Gucken wir uns mal diesen Bereich hier an. Wir hatten hier eine starke Aufwärtsbewegung, ist hier über dieses Level drüber gelaufen, über dieses Level drüber gelaufen, über dieses Level drüber gelaufen. Und es wäre jetzt so gewesen, dass Ghost quasi versucht hätte, hier an dieser Stelle eine Position in Short-Richtung zu eröffnen, hier eine Position in Short oder hier eine Position, eine Order in Short.
So, man kann jetzt aber Folgendes machen, und zwar, ich lösche das mal wieder raus. Man kann jetzt sagen, okay, ich möchte gerne auf den Kerzenschluss warten. Das heißt, ne, mit dieser Option warte ich, wo jetzt eigentlich die Stunde schließt. Das heißt, in dem Moment wäre gar nichts passiert. Das heißt, der Kurs wäre hier hochgelaufen oder ist ja hier hochgelaufen. Ghost hätte quasi den Kerzenschluss dieser Kerze hier abgewartet und hätte sich dann quasi auf die Lauer gelegt, so nach dem Motto, schauen wir mal, ob wir jetzt hier an das Level ranlaufen oder an das Level. Und dann entsprechend im Rücklauf wäre hier beziehungsweise hier eine Long Order eröffnet worden. Und entsprechend wäre man dann quasi hiermit hochgelaufen, wenn man jetzt den Trade umkehren auf nie gestellt hätte. So, ich schaue mal in die Fragen. Werden die Trades dann automatisch ausgeführt? Ja, die Trades werden automatisch ausgeführt. Und zwar mit Hilfe der strategischen Order, die man hier festlegen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, man möchte nur mit einer einzigen Order reingehen, also ne, hier mit einer Einzelorder, ein Kontrakt zum Beispiel, kann man ja auch Folgendes machen: Man kann nicht die Progression, sondern die Limits auf 0 stellen, die Anzahl der Stops auf 0 und nur eine MTO-Order wählen, mit einem Abstand zum Beispiel 3 Punkte, 2 Punkte, wie auch immer. Dann fungiert das quasi wie eine LPO-Order. Das heißt, sobald der Kurs quasi hier auf diese Linie trifft, wird eine LPO-Order gestartet, die dann 3 Punkte dem Markt hinterhergetrailt wird und dann im Rücklauf hier ausgeführt wird. Also mit der strategischen Order habe ich dann halt nochmal mehr Möglichkeiten. Ich kann eine Einzelorder damit steuern. Ich kann aber auch mehrere Orders, steuern, Order Grid, so wie ich es die letzten Male ja erklärt habe. So. So, natürlich kann man dieses ganze automatische Traden der TC-Levels auch mit allen anderen Funktionen von Ghost kombinieren. Das heißt, ich kann weiterhin mein Band benutzen, noch als zusätzlichen Filter und sagen, okay, ne, so, ich möchte gerne jetzt nur entsprechend die Orders ausführen, wenn ich denn hier auch ein entsprechendes grünes Band habe, dann halt auch nur in Short-Richtung, in Long-Richtung handeln, beziehungsweise beim roten Band dann entsprechend nur in Short-Richtung handeln. Genauso gut kann ich mein Trendbarometer noch dazu schalten. Und kann die beiden Sachen wieder kombinieren und sagen, okay, nur wenn mein Band quasi grün ist, im Long-Bereich ist, nur wenn mein Trendbarometer im grünen Bereich ist, auf Long zeigt und wenn dann quasi noch entsprechend der Kurs hier auf so eine Linie trifft, nur dann soll in Long-Richtung auch entsprechend meine Orders aufgemacht werden. Also im Prinzip, man hat die TC-Levels, man hat das Band als Signalgeber, als Taktgeber. Und nochmal das Trendbarometer hier als zusätzliches Signal und Taktgeber. Also man hat drei Komponenten, die quasi sagen, okay, in welche Richtung soll ich jetzt handeln, wo soll ich jetzt in den Markt gehen und was macht Sinn. Gut, gibt es dazu noch Fragen zu der Funktion, wie man die TC-Levels automatisch tradet? Genau, die Linien muss man bei Dirk abonnieren. Außer ich glaube, bei den Webinaren von FX Flat gibt er die, glaube ich, immer kostenlos frei, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Gut. Gut, dann so viel zu dem Punkt, wie man die TC-Levels mit Ghost automatisiert traden kann. Also ich habe versucht, in der Funktion auf jeden Fall so diese Handelslegende, die Dirk ja auch schon seit Jahren betreibt, irgendwie abzubilden und auch nachzubilden. Und ja, das Ergebnis ist quasi, was ich euch gerade gezeigt habe.
So, dann als nächstes haben wir, als nächstes haben wir Strategien mit Ghost. Da gehe ich mal wieder rüber in den anderen Schirm. Und zwar. Und zwar würde ich euch gerne die 3x3-Strategie von mir vorstellen und euch so ein bisschen erklären, was ich da dort versucht habe, was ich dort gemacht habe und wie ich die quasi umgesetzt habe. Und zwar bei der 3x3-Strategie habe ich versucht, alle Vorteile, die ich jetzt in den letzten beiden Webinaren erklärt habe und vorgestellt habe, in einer Strategie zu vereinen. Also zum einen die Vorteile einer Grid Order zum Beispiel, einskalieren, wenn der Kurs gegen mich läuft, aber auch einskalieren, wenn es in meine Richtung läuft. Ich habe versucht, dort hineinzubringen, ausskalieren im Verlust. Habe ich ja auch erklärt, dass das auch von Vorteil sein kann, wenn man auch im Verlust Teilpositionen rausgibt. Außerdem ausskalieren im Gewinn mit Grid Orders. Und meine Band-Trading-Strategie sowie das Trendbarometer, wie man es hier sieht. All diese Sachen, die ich den letzten beiden Webinaren erklärt habe, habe ich versucht, in dieser Strategie unter einem Hut zu bringen. Und entsprechend werde ich euch jetzt diese Strategie mal genauer vorstellen. Und zwar, ich habe als erstes meine strategische Order. Dort habe ich eingestellt, dass ich 15 Punkte Abstand zwischen den Orders habe. Weiterhin habe ich eine Limit Order und eine Stop Order. Sowie mit einer Order gehe ich MTO in den Markt und der Abstand soll 2 Punkte sein. So. Ich habe euch hier letzte Woche auch erzählt, dass wenn man zum Beispiel hier Ghost Pro und Ghost LT zusammen kombiniert und benutzt, dass dann der richtige Spaß erst losgeht, dass dann die Party erst richtig anfängt. Und das werde ich euch jetzt gleich im Folgenden anhand des Trades, den ich aufgezeichnet habe, so ein bisschen erklären, was dann da quasi vollautomatisch für Action los ist. Ich habe jetzt Ghost Pro genutzt, um jetzt ein Grid von 3 Orders zu legen mit minus 15 Punkte. Minus 15 Punkte heißt 3 Orders werden halt unterhalb des Einstiegspreises platziert, wenn ich long gehe, in Short-Richtung umgekehrt. Und diese 3 Orders dienen quasi als mein Stop-Loss, aber nicht als einfacher Stop-Loss, sondern entsprechend werde ich dann mit Teilpositionen aus dem Markt genommen. So, ich habe Ghost LT in dem Fall genommen, dass ich wiederum 3 Orders genommen habe, Abstand 25 Punkte. Und das bedeutet, dass wenn wir jetzt in Long-Richtung zum Beispiel unterwegs wären, dass 25 Punkte oberhalb meines Einstiegs 3 Take-Profit-Orders gesetzt werden und ich dann im Gewinn ausskaliert werde. So, wie man hier sieht, ich habe minus 15 Punkte als Stop-Grid sozusagen genommen, 25 Punkte als Take-Profit-Grid. Das heißt, ich habe rein rechnerisch schon mal einen positiven CAV. Obwohl das beim Grid Trading immer so ein bisschen schwierig ist, weil man da mit dynamischen CRVs arbeitet und von daher hat diese CRV-Aussage beim Grid Trading nicht immer so eine wirkliche Relevanz oder Aussagekraft. So, ich habe hier zusätzlich mein Trendbarometer aktiviert, habe mein Band aktiviert. Beides dient als Taktgeber und entsprechend wurde jetzt hier auch bei der strategischen Order alles auf Halten gestellt und ich habe somit die Strategie quasi gestartet und scharf geschaltet. So, mal wieder ein bisschen die Uhrzeit im Blick behalten. Es ist 11:28 Uhr und 12:20 Uhr war es dann soweit. 12:20 Uhr wurde meine erste Order quasi ausgeführt. Das Ganze, was hier vorher passiert ist, was jetzt hier, wir sind jetzt hier im 5-Minuten-Chart, was jetzt hier passiert ist, war komplett irrelevant, weil die Kriterien nicht gestimmt haben. Das heißt, entweder war das Band zwar grün, aber das Trendbarometer nicht im grünen Bereich oder umgekehrt.
Das heißt, die ganze Stunde, ich habe es ja um 28, glaube ich, genau, 11:28 Uhr gestartet. Um 12 Uhr bis 12:20 Uhr sozusagen ist erstmal nichts passiert. So, wie man jetzt hier sehen kann, meine drei Orders sind platziert worden. Eine Stop-Order, eine MTO-Order, die jetzt gerade hinterhergetrailt wird, und eine Limit-Order, die hier unten platziert worden ist. So, weiter geht's. So, wie man jetzt hier sehen kann, meine erste Order ist ausgeführt worden. Ich bin mit zwei Kontrakten im Markt. Entsprechend, Buy Stop liegt noch hier, Limit liegt hier und entsprechend hier wurde mein Stop Grid gelegt und hier oben entsprechend mein Take Profit Grid. So. Weiter geht's. Der Kurs läuft schön in meine Richtung, in meine gewünschte Richtung, nach hier oben und trifft jetzt hier oben auf meine Sell Stop, auf meine Buy Stop, Entschuldigung, auf meine Buy Stop, die ich hier platziert hatte mit der strategischen Order und ist quasi dabei, meine Order zu greifen. So, meine Buy Stop Order wurde gegriffen und entsprechend, wie man jetzt hier sehen kann, am besten hier. Ich bin jetzt gerade mit vier Kontrakten im Markt und mein Stop Grid sozusagen wird dem Markt schon hinterhergetrailt, was bedeutet, dass meine erste Verkaufsorder, mein erster Teilverkauf etwas unterhalb meines Break-Evens liegt. Hier, wie man hier sehen kann. Das heißt, läuft der Kurs jetzt hier runter, entsprechend wird direkt schon meine erste ja, erster Teilverkauf durchgeführt, wenn auch Teilverkauf in dem Moment im Verlust. So. Weiter geht's. So, wie man jetzt hier sehen kann, ich bin jetzt hier nur noch mit 2,7 Kontrakten im Markt. Das heißt, der erste Teilverkauf wurde jetzt hier auf diesem Level durchgeführt. Was aber nicht weiter schlimm ist, ich bin jetzt zwar mit einem kleinen Verlust erstmal aus dem Markt gegangen, beziehungsweise mit einem kleinen Teilverlust gerade in der laufenden Position. Das ist aber nicht schlimm, weil ich habe so erstmal mein Risiko verringert. Das heißt, sollte der Kurs jetzt doch hier komplett runterkippen, dann ist mir das erstmal lieber, dass ich erstmal einen Teil aus der Position genommen habe. Das heißt, mein Risiko, mein Verlust ist in dem Moment auch geringer. Und das ist mir in dem Fall wichtiger, dass ich erstmal meinen Verlust begrenze, selbst wenn der Kurs hier runterläuft, weiß ich ja nicht, als ne, wenn ich jetzt mit der kompletten Position hier runterlaufe und dann doch hier unten irgendwo ausgestoppt werde. Also dann lieber, wenn der Kurs gegen mich läuft, einen kleinen Teilverkauf machen, schauen, wie sich das entwickelt, beziehungsweise Ghost einfach mal machen lassen. Und ne, wer weiß, vielleicht geht ja der Kurs dann auch entsprechend hier wieder hoch. So. Wenn man hier sehen kann, die entsprechenden Orders sowohl im Verlust, also mein Stop Grid, wurde entsprechend mit der Positionsgröße hier angepasst, 1,3, 1,4 und hier oben entsprechend auch. Die letzte Order liegt hier oben, die kann man jetzt gerade nicht sehen, aber da oben liegt noch eine, damit wir wieder auf die 2,7 Kontrakte kommen. So, das Ganze passiert vollautomatisch, da muss ich nichts machen, nichts drum kümmern. Das passiert vollautomatisch. So, weiter geht's. Der Kurs läuft wieder hoch, läuft wieder in meine Richtung und macht sich auf die erste Order meines Take Profit Grids zu greifen, also hier oben. So, der Kurs läuft quasi hier hoch. Wenn man jetzt mal schaut, mein Stop Grid hier unten befindet sich ebenfalls im Trail. Das heißt, je weiter der Kurs jetzt hier hochläuft, desto weiter wandern auch diese Orders hier mit. Meine Stop Orders, meine Sell Stop Orders. Das heißt, je weiter der Kurs hier hochgeht, desto weniger im Risiko bin ich. Das heißt, desto weniger, also desto mehr Risiko nehme ich raus, desto größer wird mein Gewinn. So. Schauen wir mal weiter. Wie man jetzt hier sehen kann, war jetzt hier mit 2,7 Kontrakten drin. Ich habe hier 0,9,
ne, meine erste Order meines Take Profit Grids. Und entsprechend die Position ist rausgegangen, so dass ich jetzt hier noch mit 1,8 Positionen im Markt bin. Mein entsprechendes Stop Grid wurde weiter angepasst, was die Positionsgröße angeht. Das heißt, ich habe jetzt hier 3 × 0,6. Und weiterhin wurden die Orders weiter nach oben getrailt. Das heißt, mein erster Teilverkauf liegt jetzt schon weiter hier und ich bin schon weiter im Gewinn sozusagen, oder weiter aus dem Risiko raus, um es genauer zu sagen. So, es geht weiter. Der Kurs läuft weiter nach oben, macht sich auf den Weg, meine zweite Order meines Stop-Grids, meines Take-Profit-Grids zu erreichen und entsprechend dort auszulösen. Wie man hier sieht, mein Stop-Grid sozusagen, mein Stop-Loss-Grid, ist mit weiter nach oben gezogen worden, liegt mittlerweile hier. Es lag in dem unteren Screenshot, schauen wir mal, da lag es quasi noch hier die erste Order. Die erste Order ist jetzt mittlerweile nach hier oben schon gewandert. Das heißt, dieses ganze Gebilde hier ist entsprechend mit nach oben gewandert. Und dadurch bedeutet das, selbst wenn der Kurs jetzt hier runter purzeln sollte, wird mein Gewinn auf jeden Fall höher ausfallen, als es jetzt noch oder vor ein paar Minuten der Fall war und mit einem anderen Stop-Loss, der zum Beispiel hier liegen würde, ne, liegt mein Gewinn jetzt schon höher, dadurch, dass die Orders hier mit nach oben geschoben werden. So, also der Kurs macht sich auf, hier meine zweite Order des Take-Profits zu erreichen. So. Denkt man aber Pustekuchen, das heißt, der Kurs dreht wieder um und macht sich jetzt eher auf den Weg, die erste Order meines Stop-Grids wieder zu greifen. So, gesagt, getan, ich bin mittlerweile nur noch mit 1,2 Positionen drin, das heißt, hier wurde gerade meine Stop-Order ausgeführt und entsprechend die Grids wurden angepasst, so dass die Positionsgröße 1,2 entspricht. So. Mein nächster Zielpunkt liegt jetzt dadurch mittlerweile hier oben und der nächste Stop-Kurs bzw. das nächste Stop-Grid sozusagen oder die Order des Stop-Grids liegt jetzt mittlerweile hier. So, es geht weiter. Der Kurs geht runter und macht sich auf dem Weg, die nächste Stop-Order zu greifen. So, und wie man sieht, Stop-Order wurde gegriffen, Grid wurde entsprechend wieder angepasst, ein wenig nach unten versetzt, um dem Markt wieder ein bisschen mehr Luft zu geben. So, ich bin auch mit 0,8 drin. Wie man jetzt hier sieht, dass mein Rechenschieber Break-Even, der liegt jetzt mittlerweile weit unter dem Einstiegspreis, unter dem Einstiegskurs. Das heißt, selbst durch den Teilverkauf und Verlust, den ich eben gemacht habe, bin ich trotzdem im Gewinn. Selbst wenn der Kurs jetzt auf einmal hier runterfallen sollte, ne, ich werde die Position auf jeden Fall mit Gewinn schließen. So viel ist sicher. Das wird quasi nicht mehr anders laufen können. So, schauen wir mal weiter. So, wie man hier sieht, Kurs dreht wieder, geht wieder nach oben. Und entsprechend werden hier meine Stop-Orders wieder nachgezogen, nachgetrailt. Und der Kurs macht sich jetzt auf, hier dieses Grid, diese Order meines Take-Profit-Grids zu erreichen. So. Wieder nix. Das heißt, er ging wieder runter und hat entsprechend hier meine nächste Order ausgeführt. Was man jetzt aber auch hier sehen kann, ne, also mein Rechenschieber Break-Even, der lag ja eben irgendwo hier. Der ist mittlerweile gar nicht mehr zu sehen, weil er einfach hier unten irgendwo verschwunden ist. Das heißt, ich bin durch dieses langsame Ausskalieren, teilweise Ausskalieren, einfach schon weit in einem Gewinn mit dem Trade und werde auf jeden Fall das Ganze auch nicht mehr im Verlust in irgendeiner Art und Weise beenden können. So. Schauen wir uns das weiter an. Der Kurs geht wieder hoch und entsprechend wird jetzt hier gerade meine letzte Order. Ich bin jetzt hier nur noch mit 0,1 im Markt.
wird die Order wieder gegriffen und entsprechend 0,1 ist meine Position noch und sobald diese Position rausgeht, ist mein Trade geschlossen. So, am Ende bin ich mit 30, 35 oder 40 Punkten aus dem Trade rausgegangen und die ganze Sache, die schöne Sache, die jetzt hier oben passiert ist, der Kurs hatte hier sich so ein bisschen zickzack bewegt und das Schöne war, wenn man nochmal ein bisschen zurückscrollt, dass die Orders sich immer mit nach oben geschoben haben, beziehungsweise hier oben lagen. Das heißt, ich habe immer Teilpositionen hier rausgegeben, hier rausgegeben, hier rausgegeben und mein Risiko war dadurch einfach nicht mehr gegeben. Das heißt, selbst wenn der Kurs jetzt hier runterlaufen sollte, habe ich vorher schon immer wieder kleine Teilverkäufe hier gemacht, weil wenn der Kurs jetzt hier runterläuft, entsprechend, ne, und ich wäre noch mit einer größeren Position im Markt gewesen, wäre es natürlich für mich in dem Fall blöd gewesen. Aber wenn man das jetzt, ich mache das hier nochmal weg, dann kann ich das nochmal besser zeigen. Aber dadurch, ne, dass ich immer wieder Teilverkäufe rausgegeben habe und der Kurs wäre jetzt hier runtergeplautzt, dann wäre ich noch in meiner kleinen Teilposition ausgestoppt worden. Auf der anderen Seite war ja immer noch die Möglichkeit da, dass der Kurs doch noch nach hier oben durchbricht. Und selbst da wäre ich dann immer noch mit einer Teilposition im Markt gewesen. So. Und das Ganze ist ein Konzept, was dahinter steht, was vielleicht im ersten Moment nicht so wirklich einfach nachzuvollziehen ist. Aber es ist halt durch dieses permanente Skalieren, was dort passiert ist, gibt man halt Positionen immer wieder raus, hier oben, da unten, da oben, da unten. Und je weiter der Kurs oder je mehr der Kurs so hin und her geht und sich nicht weiter bewegt, nimmt man halt in dem Fall Teilpositionen raus, weil man weiß ja nicht, okay, geht er jetzt hier oben hin oder geht er da unten hin? Und hätte ich jetzt das Ganze manuell getradet, das heißt, hätte ich jetzt davor gesessen, ich wäre permanent in den Stress geraten, ja, was mache ich denn jetzt? Gehe ich jetzt hier oben raus? Gehe ich jetzt mit einer Teilposition raus? Schließe ich vielleicht die Position komplett und hätte mich dann geärgert, wenn der Kurs jetzt hier hochgebrochen wäre oder ausgebrochen wäre? Also die ganzen Entscheidungen, die wir da treffen müssen, die habe ich in dem Fall nicht gehabt, weil ich ja das ganze System einfach an Ghost übergeben habe und gesagt habe, okay, hier ist mein Setup, alles Weitere, was Ausführungen, Teilverkäufe angeht und so weiter, das überlass bitte oder mach bitte du Ghost und entsprechend wurde das alles vollautomatisch ausgeführt. Und mit Ausskalieren dann auch im Gewinn, und teilweise auch im Verlust hat der Trade mir dann trotzdem noch ein profitables Ergebnis gebracht, ohne dass ich da jetzt selbst manuell irgendwie agieren musste und gegebenenfalls auch irgendwelche Fehlentscheidungen getroffen hätte. So, wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt irgendwie ein Target von 30, 40 Punkten oder 20 Punkte am Tag, dann ist es das quasi schon gewesen. Dann kann man den Deckel zuklappen und sagen, okay, Feierabend. Und ich habe den Trade am Freitag aufgezeichnet, das heißt, ich habe das Setup eingestellt, habe auf Start gedrückt, habe den Trade aufgezeichnet und bin dann erstmal zur Post gegangen. Und das ist halt gerade das Schöne, ich war irgendwie anderthalb Stunden, zwei Stunden weg einkaufen bei der Post und kam dann nach zwei Stunden wieder und habe dann gesehen, okay, was hat das Setup jetzt gebracht, beziehungsweise ne, was habe ich gewonnen oder gegebenenfalls verloren. Und da musste ich mich nicht drum kümmern, sondern ich kam nach Hause und habe gedacht, so, ja, netter Trade auf jeden Fall. Und das ist ja auch so ein bisschen wir sind ja hier auch beim Webinar automatisch traden für Ghost oder mit Ghost. Und das ist halt Automatisierung. Das heißt, ich starte ein Setup, lasse das laufen, lasse das anhand von intelligenten Parametern auch laufen und nehme mich ein bisschen zurück, lass die Automatik machen und nehme so ein bisschen den Stress auch einfach raus. Und daher auch der Name von Ghost, kleiner Spoiler, ganz ohne Stress traden Ghost. Genau. Gut, jetzt habe ich eine Menge geredet, eine Menge erklärt. Ich schaue mal die Fragen. So. So, Andreas fragt, Grid Order wird immer wieder neu am Start gesetzt, wenn eine TP Order gegriffen wird. Nein, das ist nicht der Fall. Es wird hinterher getrailt. Das
Kann man auch sehen, glaube ich, in einem der Screenshots. Finde ich jetzt nicht. Aber es ist definitiv so, dass das mitgetrailt wird, dass dieses Stop-Grid sozusagen. Das heißt, hier geht eine Position raus und das Stop-Grid fängt nicht mehr hier unten an, so wie ich es initial eingestellt habe, sondern bleibt auf der Position, wo es vorher auch war. Es kann sein, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das eine Funktion dieser neuen Version jetzt ist, dieser 1.6. Und es kann sein, dass es in der 1.5-Version noch nicht enthalten war. Das kann natürlich sein, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Aber in der 1.6-Version ist es definitiv so, dass der Trail wieder dort angesetzt wird, wo er aufgehört hat. So, ich schaue mal weiter in die Fragen. Vom Norbert. Also kein Swing oder Posi-Trading. Das müsstest du vielleicht nochmal kurz erläutern, Norbert, was du damit meinst. Habt ihr so etwas wie eine Stereotrader-Eimännchen-Klasse? Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Norbert schreibt nochmal über die Tage. Also du kannst natürlich die Zeiteinheit traden, die du möchtest, ne? Also du bist jetzt nicht auf 5 Minuten, 10 Minuten, Stunde angewiesen. Also du kannst jede Zeiteinheit dafür nutzen, die du möchtest. Also Ghost läuft auf allen Zeiteinheiten. Ich hatte letztes Mal auch erklärt, wie man auch andere Zeiteinheiten hier beim Band oder beim Barometer nutzen kann. Also prinzipiell, wenn du sagst, du möchtest Swing Trading machen, ne, und du möchtest gerne auf dem Tagesschart handeln, geht das natürlich genauso mit genau denselben Kriterien. Muss man dann entsprechend hier die Punkteabstände natürlich ändern, hier und hier. Deutsch-Doppel-I-Männchen sind die Grundschüler, die in der ersten Klasse kommen. Nennt man in Köln, glaube ich, I-Dürzie. Ja. Frage verstehe ich trotzdem nicht so richtig. Also ich glaube, ich habe die Frage verstanden. Wir haben bei uns auf der Webseite Einführungsvideo zum Stereo-Trader. Sicherlich hat sich der Stereo-Trader seitdem ein bisschen weiterentwickelt oder sehr viel weiterentwickelt, aber die Grundthematik ist ja gleich geblieben und da kann man schon einiges über den Stereo-Trader erfahren. Okay, gut. Gut. So, schauen wir mal weiter. Risiko, wo ist das Risiko, Gefahr bei Ghost? Was kann man falsch machen? Am 25.02. gibt es ein Risiko-Money-Management-Webinar hier bei FX Flat. Da werde ich da auf jeden Fall nochmal näher drauf eingehen und auch so ein bisschen was zum Risiko und zur Stoppsetzung und so weiter erklären und zum Money Management. So, wann kommt die neue Version? Die neue Version von Ghost kommt, sobald es die neue Version vom Stereo Trader gibt. Gut, alles klar. Dann so viel dazu. Ich habe es ja gesagt, noch ein letztes Wort zu entsprechend den Lizenzen. Und zwar, es gibt eine Aktion. Und zwar, wenn man FX Flat Neukunde ist, beziehungsweise noch kein Kunde bei FX Flat ist, hat man die Möglichkeit, Ghost für 25% Rabatt oder mit 25% Rabatt zu bekommen. Was ihr dafür tun müsst, ist den Link fxflat.ghost-trading.de
besuchen. Dort könnt ihr dann, dort wird ihr weitergeleitet zur Eröffnung eines Kontos bei FX Flat. Und wenn ihr das gemacht habt, dann bekommt ihr von einem netten FX Flat-Mitarbeiter eine E-Mail, wo weiter erläutert wird, wie man jetzt Ghost mit dem entsprechend 5%igen oder 25%, 25% Rabatt bekommt. Genau. So, des Weiteren gibt es momentan eine 20% Rabattaktion. Das heißt, wenn ihr bereits FX Flat-Kunde seid und ihr möchtet gerne Ghost nutzen, gibt es momentan eine Rabattaktion, wo ihr 20% Rabatt bekommt. Wie das funktioniert und wie man das machen muss, -20.ghost-trading.de. Ich kann auch die Links nochmal in den Chat am besten stellen. Dann hat man die auch direkt da. Und zwar. So. Das müssten jetzt alle bekommen haben. Dort kann man Ghost quasi momentan für 20% Rabatt mieten oder kaufen. Diese ganze Aktion ist aber nur heute und morgen gültig. Das heißt, 20% Rabatt für die FX Flat Bestandskunden gibt es nur für heute und für morgen. So. Gut, dann bin ich von meiner Seite aus durch. Ich glaube, diesmal auch in der Zeit, sozusagen ziemlich genau in der Zeit. Genau, ich habe es gesagt, nächste oder in 2 Wochen, 3 Wochen, 25.02.18 Uhr gibt es das nächste Webinar Risiko und Money Management beim Trading bzw. Grid Trading. Und wichtig ist, man muss sich für das Webinar neu anmelden. Das kann man entweder auf der FX-Flip-Seite oder unter webinare.daytradertools.de machen. Gut, ich bin soweit durch von meiner Seite aus. Hat mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ich habe mich gefreut und ich übergebe an Nelson. Macht's gut. Ciao, ciao. Super, vielen, vielen Dank, Timo, und natürlich auch vielen Dank an alle Teilnehmer, auch für die Fragen hier im Chat. Das macht das Ganze auch für Timo spannender, und ja, Aufzeichnung kommt natürlich dann online, und so, dass Sie das alles nacharbeiten können. Und Timo hat es schon gesagt, 25. geht es dann weiter. Den Link finden Sie entsprechend, so wie Timo das schon angekündigt hat. Bis dahin wünsche ich noch eine erfolgreiche Woche. Wenn Sie weiter oder wenn Sie diese Woche noch den Stereo Trader in der Praxis sehen möchten, dann am Freitag NFP-Webinar mit Dirk. Ich glaube, Timo wird sicherlich auch dabei sein. Würde mich freuen. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Ciao.